Hey zusammen, hier ist Matt Watson von CarWow. Das hier ist der neue Volkswagen Golf. Er ist ein enorm wichtiges Auto. Volkswagen baut ihn seit 45 Jahren und hat in dieser Zeit 35 Millionen Stück verkauft. Es ist daher dringend notwendig, dass ich ihn gründlich teste. Ich werde euch das Außendesign vorstellen. Was haben die bloß mit meinem Gesicht gemacht? Den Innenraum zeigen. Definitiv ein Golf, aber irgendwas ist hier anders. Die Technologie testen. Warum verstehst du, Trottel, mich nicht? Und natürlich eine Probefahrt machen. Jawohl! Was zum Teufel macht er? Das habe ich noch nie gesehen. Kann man ihn reinlegen? Oh, verdammt. Aber bevor wir das machen, stellt bitte sicher, dass ihr diesen Kanal abonniert und die Glocke gedrückt habt, um benachrichtigt zu werden, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Dadurch verpasst ihr keines unserer fantastischen Videos mehr. Lasst uns den Test starten, indem wir die Entwicklung des Designs des Volkswagen Golf betrachten. 1974 gab es den Golf 1, 1983 den Golf 2, 1991 den Golf 3, 1997 den Golf 4, 2003 den Golf 5 und in 2008 den Golf 6 und in 2012 den Golf 7. Jetzt haben wir ab 2019 den Golf 8. Yeah! Was haben die mit der Vorderseite gemacht? Sieht so aus, als ob es geschmolzen wäre und dieser Streifen sieht aus wie eine Monobraue. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt. Was meint ihr? Klickt die Anzeige, um abzustimmen. Haben die das Aussehen des Golf ruiniert? Die abfallende Motorhaube sorgt anscheinend für eine bessere Aerodynamik und verbessert dadurch die Effizienz. Die Seite ist typisch Golf. Aber die Felgen gefallen mir. Genauso wie die Linienführung an der Tür. Guckt euch das Heck an. Das sieht schlau aus. Mir gefallen die LED-Lichter vorne und hinten, vor allem nachts, sehen sie gut aus. Ein neues und flaches VW-Zeichen hat er auch. Und die Bezeichnung ist jetzt unter dem Logo, was ebenfalls neu ist. Allerdings tun sie immer noch so, als ob es sich hier um einen echten Auspuff handeln würde. Als ob sie versuchen, sich davon zu entfernen, ohne es wirklich wahrhaben zu wollen. Dass es wie ein echter Auspuff aussehen sollte, aber wir kennen alle die Wahrheit, oder? Der neue Golf 8 ist ein Fall von schöner Hintern, Schande wegen des Gesichtes. Lasst uns nun über die Größe reden, die, egal was alle sagen, wichtig ist. Im Fond des Golf gibt es mehr als genug Platz. Allerdings fühlt er sich nicht größer an als der Golf 7. Genau genommen ist er gleich groß. Dadurch ist er größer als ein Toyota Corolla. Aber nicht so geräumig wie ein Ford Focus. Der Kofferraum ist allerdings größer als der des Ford Focus. Mit 380 Litern Kapazität ist er genauso groß wie der des Golf 7. Wartet mal. Der Golf 8 ist auf dem gleichen Chassis gebaut wie der Golf 7. Sie haben nur das Exterieur geändert, um uns reinzulegen. Das ganze Interieur wurde neu gestaltet. Man kann kaum noch sehen, dass es zu einem Golf gehört. Die einzigen Sachen, die mir noch bekannt vorkommen, sind die mit Filz versehenen Türfächer, die leicht nervige Armlehne und die cleveren kleinen Getränkehalter, die nur kleinere Flaschen halten. Der Rest ist allerdings beeindruckend. Es ist sehr modern. Das Interieur eines Golfs ist normalerweise eher konservativ und nicht sehr modern. Aber das hier ist Avantgarde, Baby. Guckt euch diese beiden Bildschirme an. Darum geht es hier. Im Vereinigten Königreich bekommt man standardmäßig zwei große Bildschirme. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Er hat Gestenkontrolle. Diese ist aber ein wenig hektisch. Mir gefällt das Kung-Fu-Filmgeräusch, das das macht, wenn man sie nutzt. Wenn man es irgendwann hinbekommt. Es gibt keine physischen Knöpfe mehr. Stattdessen hat man nur noch diese Touchpads. Sowohl Lautstärke als auch Klimaanlage werden durch Wischen bedient. Wenn man die Sitzheizung anstellen möchte, muss man zweimal draufdrücken, um sie zu bedienen. Es ist zunächst etwas ungewohnt, aber es ist schön, keine Knöpfe mehr zu haben. Dadurch wirkt es sehr sauber. Es gibt hier ein paar Knöpfe, um verschiedene Punkte im Infotainment aufzurufen. Sie sind ebenfalls berührungsempfindlich und damit etwas schwerer zu drücken während der Fahrt. Man gewöhnt sich vermutlich dran. Ebenfalls in der Mittelkonsole der neue Gangwahlhebel. Dieser ist nicht mehr so klobig wie bei den Vorgängern. Man hat nur noch diesen kleinen Hebel, mit dem man vorwärts oder rückwärts auswählt. Gefällt mir gut. Das schafft eine Menge Platz. Wofür genau, weiß ich nicht, aber der Platz ist da. Hier ist ebenfalls eine große Ablagefläche für das kabellose Aufladen des Mobiltelefons. Ebenfalls an Bord ist das Digitaltacho, das viele verschiedene Funktionen hat. Man kann durch verschiedene Menüs wischen und das Layout ändern. Hierüber und durch die Nutzung der Knöpfe am Lenkrad kann man viele verschiedene Funktionen des Wagens kontrollieren. Dieses Modell verfügt sogar über ein Head-Up-Display. Das Licht wird hier ebenfalls über Touchknöpfe gesteuert. Die einzigen altmodischen Knöpfe sind hier, um die Fenster und die Außenspiegel zu bedienen. Das Infotainment-System ist sehr durchdacht mit einer guten Grafik. Es ist aber ein wenig nervig, dass man erst diesen Knopf drücken muss, um die
Klimaanlage zu bedienen. Das ist aber kein allzu großes Problem. Die meisten Funktionen kann man mit normalen Sprachbefehlen benutzen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das geht. Hallo Volkswagen. Was würdest du gerne tun? Mein Hintern ist kalt. Sorry. Ist doch nicht dein Fehler. Hilf mir hier bitte, stell meine Sitzheizung an. Suche nach naheliegenden Läden. Wie man sieht... Tut mir leid, das konnte ich nicht finden. Sei ruhig. Es soll normale Sprachbefehle verstehen. Gestern hat das auch noch funktioniert. Als ich gesagt habe, dass mein Hintern kalt ist, wurde die Sitzheizung angestellt. Ich versuche es nochmal. Hallo Volkswagen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen kalten Hintern. Gewählte Nummern. Bitte verbinden Sie Ihr Telefon erst per Bluetooth. Hallo Volkswagen, mein Hintern ist kalt. Verstanden, die Sitzheizung vorne links wird angestellt. Er weiß, woher die Stimme kommt und stellt deswegen nur meine Sitzheizung an, nicht die meines Beifahrers. Umgekehrt wäre es genauso. Dann hätte er den anderen Sitz beheizt. Mal gucken, ob er das jetzt versteht. Hallo Volkswagen, mein Hintern ist heiß. Suche nach naheliegenden Hafen. Hallo Volkswagen. Hallo Volkswagen, mein Hintern ist heiß. Kein Problem, der vordere linke Sitz wird bald kühler. Diese Systeme sind ganz in Ordnung. Es ist aber nicht so, als würde man mit einem Menschen reden. Am Ende drückt man die Knöpfe sowieso selber. Was ich nicht kritisieren kann, ist die Konnektivität. Man kann sein iPhone mit Apple CarPlay via Bluetooth verbinden. Dadurch kann man seine Apps über den Infotainment-Bildschirm im Auto steuern. Ein Kabel ist also nicht mehr notwendig, es sei denn, man hat wie ich ein Android-Telefon, dann braucht man ein Kabel. Warum werden Android-Besitzer immer schlechter behandelt? Egal. Die Qualität im Interieur ist wie immer gut, wie man es von einem Golf erwartet. Weich, weich. Oh, das Teil hier gefällt mir wirklich gut. Hier ist es ebenfalls weich. Aber die Türbekleidungen im Front sind aus Hartplastik, wie schon im Golf 7. Das ist allerdings auch bei den meisten Autos in diesem Segment so. Egal, das Ausstattungsniveau ist bei allen Modellen gut. Das Einstiegsmodell heißt Golf, das nächste Ausstattungslevel heißt Life und das mit der meisten Ausstattung Style, welches dieser Wagen hat. Man wird auch eine von innen und außen sportlichere R-Line kaufen können. Sehr nett. Lasst uns nun über die Motoren reden. Aufregend. Man wird den neuen Golf mit 130 oder 150 PS, mein Favorit, aus dem 1,5 Liter Benziner bekommen können. Dann gibt es noch den 2 Liter Diesel mit jeweils 115 oder 150 PS. Diesen haben sie deutlich effizienter gemacht, sodass er nun bis zu 80% weniger Stickoxide ausstößt. Dann gibt es noch die Plug-in-Hybride mit einem 1,4 Liter Benziner und einem Elektromotor. Durch diesen hat der Wagen insgesamt 204 PS und kann bis zu 60 Kilometer elektrisch fahren. Als GTE ist er sogar mit 245 PS zu erhalten. Zu guter Letzt gibt es noch den kleinen 1-Liter-Motor mit entweder 90 oder 110 PS. Sowohl den 1-Liter oder 1,5 Liter könnt ihr mit dem Doppelkupplungsgetriebe ausstatten. Wenn ihr das tut, erhaltet ihr automatisch noch das Mild-Hybrid-System für bessere Effizienz. Lasst uns jetzt zu etwas Aufregenderem kommen. Wir starten hier mit dem 1,5 Liter ETSI Mild-Hybrid, der einen kleinen Elektromotor hat. Dieser fungiert als Anlasser, kann aber noch mehr, wenn man rollt und den Fuß vom Gas nimmt. Er kann dann die verlorene Energie rekuperieren und in die Batterie speichern. Dadurch kann er den Motor unterstützen und Sprit sparen. Das tut er auch, wenn man den Wagen einfach rollen lässt, da sich der Motor komplett abkuppeln lässt. Gerade im Moment rolle ich einfach und verbrauche keinen Sprit. Und wenn ich den Motor wieder brauche, schaltet er sich nahtlos wieder dazu. Ebenfalls nahtlos sind die Gangwechsel des sehr guten Getriebes. Allerdings fühlt es sich beim Manövrieren manchmal etwas ruckartig an. Lasst uns den Diesel testen. Dieser dunkelgraue Golf hat den 2 Liter Diesel mit 150 PS. Für einen Diesel ist er wirklich geschmeidig und zieht gut durch. Das ist wirklich gut. Allerdings ist er einfach nicht so geschmeidig und ruhig wie der 1,5 Liter Benziner. Aber er ist die richtige Wahl, wenn ihr viel auf der Autobahn seid. Dieser hier verbraucht im Durchschnitt 4,9 Liter, was meiner Meinung nach echt gut ist. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Matt, was erzählst du uns hier von einem Diesel-Volkswagen? Was ist mit einem neuen E-Golf? Es wird keinen geben, da der ID.3 den E-Golf ersetzen wird. Deswegen werde ich jetzt wieder den 1,5 Liter Benziner mit manuellem Getriebe fahren. Ich werde seine Fahrassistenzsysteme auf der Autobahn ausprobieren und in einen Wagen mit einer aufregenderen Farbe wechseln. Dieser Golf ist verfügbar mit Volkswagens neuestem Abstandsregeltempomaten. Wie man es gewohnt ist, hält er mit Hilfe eines Radars einen sicheren Abstand zum Vordermann und nutzt Kameras, die die Straßenmarkierungen erkennen, um den Wagen zu lenken. Allerdings erkennt das System auch den Bordstein und Grünstreifen. Er kann also auch lenken, wenn er keine weißen Linien erkennt. Die Frage ist jetzt nur, ob man das System genauso wie die anderen mit einer Wasserflasche reinlegen kann. Durch das Gewicht der Wasserflasche soll der Wagen denken, dass ich selber lenke. Mal gucken. Kann ich ihn reinlegen?
Oh, warte mal. Übernehmen Sie die Lenkung. Es funktioniert nicht. Wenn ich aber das hier mache, wird das System wieder aktiviert. Ich glaube, Volkswagen hat hier die aktuellste Technik genutzt. Das System testet nicht mit Widerstand, ob noch jemand am Steuer ist. Stattdessen kann es die kleinsten Berührungen spüren. Das ist schon mal verdammt nervig. Vereiteln die einfach meinen heimtückischen Plan? Ich habe aber eine andere Idee. Louis, kannst du bitte deinen Finger an das Lenkrad halten? Geht doch. Problem gelöst. Warte mal, das funktioniert auch nicht. Er merkt, ob es ein oder zwei Hände sind. Diese Deutschen schon wieder. Einer reicht nicht, aber mit zwei Fingern funktioniert es. Die denken aber auch an alles, oder? Oh, das ist ein Problem. Wenn ihr ein manuelles Getriebe habt, wird es nicht im Start-Stopp-Verkehr funktionieren, wie jetzt hier gerade. Es stellt sich schon bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten aus, sodass man selber übernehmen muss. Wenn ich die Automatik gehabt hätte, wäre der Wagen von alleine zum Stehen gekommen. Aber natürlich geht das nicht mit einem manuellen Getriebe. Es kann die Gänge nicht selber wechseln und der Wagen würde ausgehen. Das ist einer der Nachteile des manuellen Getriebes. Ich frage mich, was der Wagen auf der Autobahn gerade verbraucht. 7 Liter auf 100 Kilometer. Während ich gerade auf der Autobahn fahre, sollte ich anmerken, dass lange Strecken sehr entspannt sind im neuen Golf. Er ist komfortabel und ruhig. Ich merke nur von hier ein paar Windgeräusche. Aber sonst nichts. Dieser Testwagen kann von alleine einparken, was eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Aber normalerweise funktioniert das nicht und ich versuche es erst gar nicht. Trotzdem probiere ich es mal an dieser unangenehmen Stelle. Wird er es schaffen? Er scheint die Lücke zu erkennen. Weil das hier ein Schaltgetriebe ist, muss ich die Pedale noch selber treten. Das Lenken aber sollte der Wagen übernehmen. Was zum Teufel macht er da? Er will sich da reinschlängeln. Das gibt es doch nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, er fährt einfach nur rückwärts, aber er schlängelt sich hier wirklich rein. Das ist doch wirklich verrückt. Er dreht sich hier und will mich wirklich in diese komische Lücke manövrieren. Komm schon, mach es. Mach es. Mach es. Er hat es geschafft. Das ist brillant, das habe ich noch nie gesehen. Er hat sich hier wirklich reingeschlängelt. Er kann also rückwärts einparken und sich in senkrechte Lücken reinschlängeln. Natürlich kann er auch parallel einparken. Der VW Golf war schon immer so designt, dass er unkompliziert zu fahren ist. Und der neue ist da keine Ausnahme. Er ist einfach in der Stadt zu fahren, da er eine gute Übersicht bietet. Dazu ist die Lenkung angenehm leicht. Die Kupplung ist nicht zu straff. Die Bremsen sind progressiv, aber stark genug, wenn man sie braucht. Das Einzige, das mich stört, ist die etwas hakelige Schaltung. Der Testwagen hier ist mit der adaptiven Federung ausgerüstet. Ich kann den Wagen also in den Komfortmodus packen, wo alles etwas leichter wird. Ich werde das jetzt testen, indem ich auf einer Kopfsteinpflasterstraße fahre. Das ist wirklich beeindruckend. Ich merke das Kopfsteinpflaster kaum. Ich werde es euch mal anders zeigen. Hier ist eine Wasserflasche. Ich werde sie mal hier auf den Schaltknauf stellen. Wie man sieht, bewegt sich das Wasser in der Flasche kaum. Das ist ein wirklich sehr komfortables Auto. Wenn es hiermit klarkommt, dann wird es problemlos über Schlaglöcher und Bodenschwellen fahren. Ihr werdet keine Probleme in der Stadt haben mit diesem Auto. Ich bin davon wirklich beeindruckt. Man kann aber auch die verschiedenen Einstellungen untereinander mischen, zum Beispiel das Gewicht der Lenkung oder die Härte der Federung oder die Gasannahme. Da es jetzt einen Individualmodus zur Auswahl gibt, das gefällt mir. Allerdings gibt es auch Dinge, die mir nicht gefallen. Wenn man nämlich eines der Autos mit unter 150 PS nimmt, bekommt man keine hintere Einzelradaufhängung. Stattdessen bekommt man hinten eine sogenannte Starrachse. Das heißt, dass die Hinterräder mehr oder weniger verbunden sind. Wenn also ein Rad eine Erschütterung fühlt, überträgt es diese auch an das andere Rad. Ich glaube also nicht, dass die schwächeren Autos genauso komfortabel auf dem Kopfsteinpflaster gewesen wären wie dieses hier. Mit der Einzelradaufhängung. Achtet also darauf, wenn ihr einkauft. Die Preise für den neuen Golf ungefähr 25.000 Euro. Klickt das Pop-up hier, um zu sehen, wie viel ihr beim Kauf eines neuen Golfs sparen könnt. Das gleiche könnt ihr auch auf jedes andere Auto auf carwow.com tun. Dieser neue Golf ist mit einer Progressivlenkung verfügbar. Das heißt, dass ihr das Lenkrad weniger bewegen müsst, wenn ihr zum Beispiel wenden wollt. Ich werde jetzt hier mal einen U-Turn machen. Eine Umdrehung des Lenkrads gibt einem fast den kompletten Lenkeinschlag. Das macht den Wagen deutlich einfacher zu fahren. Wir haben jetzt also eindeutig etabliert, dass der neue Golf sehr komfortabel ist, aber macht er auch Spaß zu fahren? Ich habe jetzt den Sportmodus aktiviert. Dadurch wird die Lenkung schwerer, die Gasannahme schärfer und die Federung härter. Dann wollen wir doch mal gucken, wie er sich jetzt auf so einer kurvigen Straße verhält.
Anders als beim Vorgänger kommunizieren die Systeme im Wagen jetzt alle miteinander. Die Lenkung spricht sowohl mit den Stoßdämpfern als auch mit dem Differential. Dieses ist im Grunde genommen das Bremssystem des Wagens. Es kann das innere Rad bremsen und Kraft zum Äußeren schicken, wenn man durch eine Kurve fährt. Sie alle kommunizieren miteinander, um möglichst viel Grip aufzubauen. Macht das Ganze dann aber auch Spaß? Ich muss sagen, dass ich wirklich beeindruckt bin vom Grip- und Kurvenverhalten. Glaubt mir, es macht wirklich Spaß. So viel wie ein Ford Focus? Na, vielleicht nicht ganz so viel, aber ein großer Unterschied ist es nicht. Wenn ihr übrigens meine ausführliche Review vom Ford Focus sehen wollt, dann klickt hier. Aber insgesamt muss man sagen, dass der Golf sich einfach besser fährt als der Focus. Der 1,5 Liter Motor TSI hilft dabei natürlich. 150 PS sind mehr als genug Kraft. Damit ist er so schnell wie ein alter Golf 4 GTI. Auch wenn das fairerweise kein richtiger GTI war. Ihr versteht trotzdem, was ich meine, oder? Gut. Wollen wir mal gucken, ob der Wagen hier so schnell wie ein alter Kompaktsportwagen ist. Deswegen habe ich hier mein Spezialequipment, um die Zeit von 0 bis 96 km/h zu messen. Auf geht's! Komm schon! Komm schon! Jawohl! Das ist schon in Ordnung! Und das war's, 0 bis 96 km/h in 8,6 Sekunden. Nicht schlecht für so einen alltäglichen Motor. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Da es dunkel wird, kann ich jetzt die neue Beleuchtung vom Golf zeigen. Die Spiegel sind beleuchtet, um den Weg zum Auto zu beleuchten. Im Interieur hat man bis zu 30 verschiedene Möglichkeiten, die ambiente Beleuchtung einzustellen. Sie können in bis zu 3 verschiedenen Zonen aufgeteilt werden. Man kann also alles einstellen, wie es das Herz begehrt. Sogar die Farbe des Tachos ändert sich. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt. Es gibt hier genügend Voreinstellungen unter Stimmung. Die erste nennt sich Unendlichkeit. Dann gibt es noch Ewigkeit. Sowie Verlangen. Und Euphorie! Aufregend! Zuletzt gibt es noch Vitalität und dadurch soll man sich wohl quick wie den fühlen. Sehr gut, ich mag diese Funktion echt gerne. Ebenfalls cool sind die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer. Jeder hat 22 individuell gesteuerte LEDs und wenn man ganz normal fährt, beleuchten sie die komplette Straße vor dem Wagen. Wenn aber Gegenverkehr kommt, blendet der Wagen automatisch teilweise ab. Man sieht die Scheinwerfer sogar arbeiten, während wir hier gerade entlangfahren. Sie beleuchten Teile der Straße und lassen andere aus. Sie beleuchten sogar Schilder, dass man auch sehen kann, was gerade los ist. Jetzt haben wir Gegenverkehr und er wird links etwas abblenden und dunkler werden. Jetzt blendet er wieder auf. Er wird den Wagen vor uns nicht blenden. Wie man sieht, beleuchtet er den Boden vor mir gerade etwas weniger. Das bedeutet einfach, dass ihr nachts eine hervorragende Sicht habt, ohne andere zu blenden. Ich liebe sie. Sie sind eine sinnvolle Option. Was ist also mein Fazit zum neuen VW Golf 8? Ich muss gestehen, dass mir die neue Nase nicht so gefällt. Dafür gefällt mir das Interieur und er fährt sich einfach gut. Alles in allem ist er der ultimative Alleskönner, wie auch jeder andere Golf, der zuvor kam. Guck, ein paar Motoren. Lasst uns über Technik reden. Was haben Sie mit meinem Gesicht gemacht? Was haben Sie mit meinem Gesicht gemacht? Was haben die mit meinem Gesicht gemacht?